Hallo, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Clan Channel. Heute mit einem Totti Quiz. Wir sind wieder alle Jungs am Start. Was geht ab? Moin. Fabian macht heute Pause, ist aber irgendwann wieder dabei. Wenn die wieder Bock hat. Moin. Ja, lass. Okay. Ja, ich habe 10 Fragen zum Thema Totti vorbereitet. Die Jungs halten ihre Antworten rein und wir lösen das danach natürlich auf. Ich fange einfach mal mit der ersten ein, dann werdet ihr ungefähr wissen, in welche Richtung das geht. Ich bin gespannt. Frage Nummer 1. Wer... Schon mal Insta-Story auf. Ah, ich muss doch sagen, ab 2013, es gab davor natürlich schon Tottis, aber ab 2013 gibt es ja diese offiziellen Karten. Ab da habe ich gezählt und recherchiert. Okay. Wer war der einzige Kolumbianer jemals in einem Totti? Der einzige Kolumbianer? Ja. Es gab einen Kolumbianer? Ja. Der einzige Kolumbianer. Ich hab dran. Ich auch. Das war mal Frage, oder? Oder warum? Das ist jemand confident. 5. Hey, sei mal ruhig. Das wäre so ein geiler Move. Es geht um Icons, es geht um Tottis, da ist Danny da. Mit teuren Karten, da geht langsam. Alle selbst gezogen damals. Nee, ja, komm, Stylo. Ja, ich hab. Gut, dann sag mal, was habt ihr? Falcao. Ja. Haben alle Falcao? Ist das ein anderer oder was? Nee, ist Falcao, aber ich wollte nicht. Vielleicht hat sich einer blamiert, weiß ich ja nicht. James Rodriguez. Kolumbien. Keine Ahnung. James 2014 nach der WM? Nee. Was der keinen hatte, weiß man schon. Nee. Wie viele Totti-Karten hatte Iniesta insgesamt? Ja, seit 13. Seit 2013. Auf die 13. Zahl genau. Seit 2013, ja. Auf die Zahl genau. Nee, mit Kommazahl. Ja, keine Ahnung. Ab 13, also 13 zählt auch. Ja. Das waren diese komplett kastigen blauen Karten damals. Naja, ich weiß. Ja, da wo Falcao halt war, ne? Stimmt, ja, ist das. ja. Was müsste das sein? Ah, oh, schwierig. Da war ein. Das ist 50-50 jetzt, glaube ich. Habt ihr alle? Ja. Mhm. Ja. Ja, dann hau mal raus. Ich hab 5. 6. 5. Das ist 4 wahrscheinlich. Ja, da hat sich jemand zum Obst gemacht. Ja, 5. 5? Ja, was heißt zum Obst gemacht? Das ist jetzt echt tricky. Wann hatte der denn keinen? Von 13 18, bis 17. War der 18 nicht mehr? 18 war der nicht, glaube ich, oder? Da war Kanté, Kanté, wer war da? Kanté, Modric. Ne, 16 war Pogba. Ich dachte, Iniesta wäre 18 dann noch Modric, dabei. De Bruyne, Kanté, 18, 17, 18. Frage 3. Das ist jetzt eine wahr oder falsch. Also ihr könnt einfach ein W oder ein F schreiben. Ne? Okay. Manuel Neuer hatte 2 Jahre lang keinen Totti. Also von diesem Jahr aus gesehen. Die letzten genau 2 Jahre. Zwei also. Oder mindestens 2 oder? Ne, die letzten 2 Jahre vor diesem Totti jetzt. Also wer die letzten 5 keinen hatte, wäre jetzt auch ein W oder was? Nein. Nein, die letzten zwei. Okay. Die letzten also 2 Jahre von diesem Totti hier ausgesehen. Jetzt hat er einen, aber davor die 2 Jahre hatte er einen oder nicht, wahr oder falsch? Und die Aussage ist, er hatte keinen die letzten 2 Jahre. Genau. Ich auch. Ich jetzt auch. Also ehrlich, nicht wer die Keeper die letzten Jahre waren. Also letztes Jahr ja, aber das Jahr davor. Die letzten Jahre waren De Gea und Alisson. Ja. Also. Die Aussage ist richtig, also. Er hatte keinen Totti. De Gea einfach. Ja, diesen De Gea hat Timo für fast 2 Millionen gekauft, ich weiß es noch. Der weiß, der wird nicht versinken, der ist auf 700.000 oder so gesunken. War das das Jahr mit Fußtrade? Das schon? Nee, ne? Nee, FIFA 18 war das mit Fußtrade, oder? Ja, doch. Frage 4. Welche Verteidigerkarte ist die schnellste, die es jemals in einem Totti gab? Ach du Kacke.
Verteidigerkarte, die schnellste ist, die es jemals geht Tor auch, Tor. Es geht auch Rechtsverteidiger, ne? Es ist von Außenverteidiger, Innenverteidiger und von 2013 geht bis... Geht auch dieses Jahr mit? Ja klar, alles ist bis zu diesem Totti. Da gab es schon früher Schnelle. Da wäre das auch eigentlich klar, oder? Oder macht man sich jetzt zum Obsttier? Mehr als 99 geht auch nicht. Wie soll man denn schneller sein? Ja, das ist die Sache, ich weiß. Davis ist doch leicht, oder nicht? Ja, es ist Davis. Ja. Ja. Ich habe lange überlegt, aber jetzt Modern gesagt hat, heißt, dieses Jahr zählt auch. Das war klar. Ja, Mo hat es halt echt einfach gemacht mit der Frage. Ich wette, wenn du es nicht... Erzähl die Linksverteidiger von diesem Jahr auch? Ich habe halt wirklich die ganze Zeit überlegt, wie schnell Alves war, wie schnell Marcelo und so war. Aber richtig, hättest du es nicht gesagt, hätten sich, glaube ich, viele Leute vertan. Woher soll ich das dann wissen? Denn ja, das sag ja nur. Deshalb habe ich die Frage mit reingenommen, weil man den einfach weil nicht auf den Fall hat. Du hast halt davor Neuer gesagt, die letzten beiden und diese zählt nicht, weißt du. Nein, ich habe gesagt, jetzt hat er einen, aber davor hat er 2 Jahre keinen. Stimmt ja, das oder stimmt das nicht? Das habe ich gesagt, aber naja. Frage 5. Wer ist der zweite Argentinier neben Messi, der jemals einen Totti bekommen hat? Ja, ich hab einen. Eine Sekunde. Ja, ich hab auch drin. Ey, ich hab keine Ahnung. Gezogen damals, deswegen weiß ich das. Der war schon gut. Weißt du sogar noch? Ja, in dem Jahr hat er es verdient gehabt. Ich kenn sogar noch Verein, Preis, alles. Okay. Richtiger gar Undercover Danny Joker. Das war ein Format für mich, nicht diese komischen Non-Rares und Dengue. Ich mach bald die legendärsten Bronzekarten in FIFA als Format. Embo. Ja, ich schalt einfach rein. Ja, Mo, dann sag mal, was hast du denn? Ich hab Mascherano. Okay. Das ist leider nicht richtig. Irgendwas, keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung. Die Maria. Die Maria. Also. Ja, bei United ZOM war, oder? Ja. Yep. Ja. Was war das, FIFA 15 oder so? Position weiß ich jetzt nicht. Doch. Ja, irgendwie in dem Dreh 14, 15. Ja. Doch, das war, glaube ich, genau das Geile. Der war bei United gar nicht gut. Ja, aber der ist doch gewechselt in dem Jahr. Der war schon gehypt. Der hat doch den Totti nicht bekommen für United. Da, wo der Champions League rasiert hat, da Verlängerung und so. Mhm. Thiago Silva hat 3 Tottis. Boah, weiß ich nicht wissen. Thiago Silva hat 3 Tottis. Also genau 3 auch wieder, ne? Ja, natürlich. Wenn ich das sage, ja, meine ich. Ich meine, wer 5 Tottis hat, hat auch 3 Tottis. So. Deswegen frage ich, ja, gemeint ist. Das jetzt mit Raten einfach. Der war doch ein schwieriges Jahr gefühlt. Wie viele Fragen gibt's noch? Ich bin mir unsicher. Mhm. Ja. Muss ich Risiko gehen? Ja, ich hör etwas rein. Okay. Ich glaube, redet eh jeder, oder? Als ob einer genau auswendig weiß, jetzt wie viel der in welchem Jahr hatte. Ja, ich habe auf jeden Fall. Ja, hast du einfach geraten. Ich habe auch. Ich halt auch rein. Ich habe F. Also falsch. Ja. Ich habe W. Ja, doch, das ist falsch. Was hat Mo? Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich das falsch ist. Ich habe auch ein F. Und Zahle kriegt einen Punkt, ne? Das ist richtig. Er hat 3 Tottis. Nice. Hätte Piqué nicht mal einen mehr bekommen können oder so? Warte mal kurz, was scheint. Ja, jetzt wird hier wieder gegoogelt, ne? Es ist unfassbar. Wir gucken, ob der FIFA 12 einen Totti hatte. Das wäre jetzt richtig unlucky, wenn er so bei dem noch weil wäre, was nicht reinzählt. Das kann halt wirklich sehr, sehr gut sein. Ich habe den auch viel öfter in Erinnerung. Ich hab den echt, ich dachte, der wäre mit Dani Alves so jedes Jahr gewesen, dieser Standard und Marcelo, dass die alle jedes Jahr gekommen sind. Ja, du hattest ja die Ramos-Piqué-Phase, oder nicht? Ja, die Ramos-Piqué-Phase hat man auch, ja. Denn da war der schon nicht häufig dabei. Ich bin hier bei ganz komischen Sachen, aber sich hier Klaas, Jan Hund, Latotz und sowas, ich lass das einfach in Ruhe. Warte mal, ich war gerade kurz verwirrt, also... FIFA 12 hatte der mit Ramos, ja. Ja, genau. FIFA 13 hatte der einen Tots. Und dann, ab da, hatte der FIFA 14, 15 und 16 einen Totti. Und danach wieder Tots. Okay. Es gab noch keinen Italiener in einem Team of the Year.
keinen Italiener. Das ist ja klar eigentlich, ne? Also, es geht um die italienische Flagge, ne? Ja. Nee, ob ja. Spaghetti sein Lieblingsgericht war. Natürlich um die italienische Flagge. Ja, oder ob der aus der italienischen Liga kommt. Hä, hey, hör doch mal, chill mal. Ja, einfach Ronaldo dieses Jahr. Das wäre ein bisschen easy. Es gab noch keinen Italiener. Also, wenn ich sage, es gibt keinen Italiener, ist die Aussage wahr. Ich halt rein. Na, ich auch. Ich auch. Der Einzige, Stylo? Der halt zur Wahl steht, ist Chili. Ja, ich hab auch. Was hast du, Stylo? Ach, warte mal. Nein, das Lustige ist, Stylo hat den sogar gezogen, oder? Ja, ich hab den gezogen. Ja. Oh mein Gott. Bonucci, ja, es gab einen Italiener. Also die Aussage Danny ist falsch. Gerade. Ja, Mann, ja, Mann, ich hab so gehofft, dass es schnell aufschreibt. Mamunke hat extra gemacht, damit er keinen Hate ab. Ach komm. Jetzt wieder spannend wenigstens. Noch zwei, nee, drei Fragen noch, ne? Ja. Achte Frage. Welcher Verein hat die meisten Totti-Kandidaten gestellt? Und damit meine ich nicht Nominees, sondern Leute, die halt dann auch in der Elf waren. Also über alle Tottis zusammengerechnet, welcher Verein am häufigsten vertreten war. Richtig. Tricky. Von 2013 an. Ja. Wow. Oh, das ist nicht so einfach. Eigentlich ist es doch 50-50, oder? Ja. Eigentlich schon, ne? Ihr müsst halt sowas beachten, sowas wie zum Beispiel der Angel Di Maria, der hatte ja eine Menükarte. Ne? Also. Ja, es gibt halt immer, es gibt Leute, die haben ja, auf, wenn du auf Footbin gehst, haben die 5 verschiedene Karten gefühlt, weil die noch Informs bei irgendeinem Verein hatten und dann auf der nächsten Karte, auf dem nächsten Inform haben die aber den neuen Verein dann und sowas. Nur als Gedankenstütze, nicht, dass ihr da irgendwie jemanden falsch einordnet. Das haben wir jetzt umso mehr irritiert, wer jetzt von der Decke wechselt. Das ist alles. Dann fällt mir nur die Maria ein. Ja, genau, aber ich sag ja nur nicht, dass ihr. Ich hab dran gehalten. Ich auch. Ab 2013. Also hättest du ab 2010 gemacht, wäre ich mir, glaube ich, relativ sicher gewesen, aber so. Okay, dann sag mal. Ich hab wegen den letzten Jahren. Bin ich. Hä? Seid ihr schon? Ich hab reingehalten. Jetzt stehe ich unter Zeitdruck. Wenn's falsch ist. Ach so, das hat sich so angehört, als hättest du schon lange was aufgeschrieben. 4. Ja, krass. Ich habe wegen den letzten Jahren Real Madrid. Ich auch. Ich habe Barca. Danny, was hast du? Ja, ich habe leider auch Barca. Die haben halt 13, 14, 15 auf jeden Fall mehr gehabt, aber danach wahrscheinlich weniger. Dann kam halt Ronaldo, Modric, Kroos und sowas. Richtig. Wir haben das durchgezählt. Ramos. Und ich habe alle Barca-Leute gezählt und David hat alle Real Madrid-Leute gezählt, parallel, als wir die so durchgegangen sind. Und ich dachte mir so, ja, safe Barca, die ganze Zeit gezählt. Aber irgendwann kamen einfach keine Barca-Spieler mehr, außer Messi halt. Und ja, es ist Real Madrid. Die hatten noch früher so viel auch mit Dani Alves, aber gut, Real hat auch Marcelo. Marcelo, Modric, Ramos, in dem einen Jahr sogar noch Varane. Ja. Ronaldo halt ein paar, ne? Ja, der war auch ein paar. Der ja jetzt auch nicht mehr, ne? Ronaldo war ja auch einer von den Spielern, der gewechselt ist. Ja. Dani Alves und Marcelo haben gleich viele Tottis. Du wolltest was Schweres, Danny. Oh, das ist crazy. Du kannst einfach sagen, was du aufschreibst. Ich nehme einfach das andere. Also, das erhöht schon meine Chance, dass ich überhaupt durchkomme. Oh. Hey, ich glaube, ich weiß, was Stylo aufschreibt. Also nehme ich das andere, auch wenn ich es eigentlich nicht denke. So. Und jetzt macht Stylo das andere, weil er denkt, ja. Ja, oder ich habe es einfach gesagt, damit er das andere nimmt, was er nicht denkt, weißt du? Junge, Mind Games. Ich habe dran. Ja, ich habe auch dran. Ja. Stylo jetzt auch rein. Danny, was hast du? Das Ding ist, das ist eigentlich wie Schulquiz, ne? Er hat 2 Fragen gestellt, 2-mal war bisher wahr, also muss jetzt eigentlich falsch sein. Das Problem ist, du wirst wahrscheinlich auch falsch haben, deswegen musste ich jetzt wahrnehmen, ob ich noch eine Chance habe, drin zu bleiben. Ne, ich hab auch weh. Ich hab auch weh. Nein! Okay, jetzt egal, ob richtig oder falsch ist. Ich sag, dass es falsch ist. Also, gehen wir mal durch. FIFA 13, Marcelo und Dani Alves. FIFA 14, Dani Alves.
FIFA 15? Keiner von beiden. FIFA 16? Marcello und Dani Alves. Als ob die jedes Mal FIFA 17? Waren. Marcello und Dani Alves. FIFA 18 hatte Dani Alves dann, glaube ich, noch ein. Und ich auch Marcello. Weniger, oder was? Okay. War doch, ist doch so, oder? Ja. Die eine Liste, die ich hier gerade offen hatte, ging nur bis FIFA 17. Marcel und Dani Alves hatten wieder eine, ja. FIFA 19 Marcelo. Hatte Marcelo, aber Dani Alves lag ja mit einem vorne. Deswegen ist es Ausgleich. Deshalb ist es Ausgleich und deshalb haben sie gleich viele Tottis. Team of the Year 14. Wie sah das nochmal aus? Ach, mit Philipp Lahm, ne? Der war Linksverteidiger als Rechtsverteidiger, okay. Genau. Krass. Deswegen war Marcelo nicht drin. Ja. GG Stylo, GG 9 von 10 hast du GG. Richtig, ne? Schon eine falsch, da habe ich mich zum Obst gemacht. So ein Totti, weißt du, ich ziehe selten Totti und dann genau den Totti komme ich nicht drauf, den ich ziehe, ja. Das ist krass. So, das war's mit dem Quiz. Ich fand's ganz nice und wenn ihr es auch nice gefunden habt, dann lasst es gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Können wir ja auch zu jeder Promo oder so eventuell machen. Und ja, schön, wir sind raus. Peace out.